Selbstständigkeit in 60 Sekunden heute mit Jette. Und was machst du denn, Jette? Ich biete Vitalstoffmessungen an. Was sind denn Vitalstoffmessungen? Eine Vitalstoffmessung ist dazu da, um zu schauen, wie es deinen Zellen in deinem Körper geht. Ach, und was machst du dann damit, mit den Ergebnissen? Mit den Ergebnissen kann ich sehen, wo du Mängel hast. Okay, und das heißt, du machst dann auch quasi kleine Therapien oder quasi, du gibst den Leuten dann praktische Tipps an die Hand, wie sie dann die Mängel, die sie haben, beheben können. Ja. Genau, ja. Cool, und wie bist du dazu gekommen? Durch meinen eigenen Leidensweg. Meine Selbstständigkeit ist dadurch entstanden, dass ich selber viele Krankheiten hatte, mich nicht mehr vital fit gefühlt habe und irgendwann an dem Punkt stand zu sagen, mit 35 möchte ich den Tag schon noch schaffen und ja, und irgendwann geschnallt habe, dass es an mir liegt und dass nur ich was ändern kann. Und den Weg möchte ich gerne in meiner Selbstständigkeit mit anderen teilen. Okay, cool. Und das heißt also, hast du dann selber eine Vitalstoffmessung gemacht? Genau, ich bin durch Zufall, kannte ich das vorher auch nicht, ich bin durch Zufall durch eine Bekannte darauf gekommen, die kannte schon das Gerät Vitalstoffmessung. Und ja, erst war ich sehr, sehr skeptisch, was dann so ein Computer alles ausrechnen kann und wie es mir helfen kann. Habe mich aber damit ganz viel beschäftigt und natürlich mit dem menschlichen Körper. Und wenn man ein bisschen verstanden hat, worum es geht, kann einem das helfen, eine Messung durchzuführen, die ich dann natürlich auch durchgeführt habe und mich ja damit rangetastet habe und viele gute Ergebnisse erzielen konnte. Cool. Und wie bist du dann zu dem Entschluss gekommen, dass du dich damit selbstständig machen möchtest? Ja, also ich bin ja nebenberuflich selbstständig, was ich auch erstmal bleiben möchte, weil das erstmal ein Thema ist, in dem ich mich auch einarbeiten möchte mit den Kunden zusammen. Und das Thema an sich ist auch nicht so leicht unter die Menschen zu bringen, weil es ja bei jedem erstmal Klick machen muss und jeder auch erstmal verstehen muss, dass es für ihn zum Positiven sein kann. Deswegen fange ich das ganz klein an. Und an dem Punkt stehe ich auch gerade, eine Website erstellen, Flyer erstellen, ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen, hier bei euch sitzen zu dürfen und hoffe, dass ich die Vitalstoffmessung den Leuten näher bringen kann. Cool. Aber du hast ja irgendwann den Punkt gesagt, okay, ich will das jetzt einfach mehr machen und ich mache das auch selber. Was war denn der Auslöser dafür, dass du dann wirklich gesagt hast, nee, ich mache das nicht nur für mich, sondern ich möchte es gerne mit anderen teilen? Ja, also ich habe auch im Freundes- und Bekanntenkreis natürlich Menschen, die unter vielen Symptomen leiden und mit denen man sich viel austauscht. Und bei mir war es zum Beispiel die Neurodermitis. Ich bin da sehr, sehr stark dran erkrankt und konnte eben selber Erfolge für mich herausfinden, was ich ändern kann. Und das haben ja dann auch Freunde und Bekannte gesehen und die sprechen einen natürlich drauf an. Und so macht das dann so ein bisschen die Runde, dass ich einen Weg gefunden habe, mit dem ich ja Leuten ganz gut helfen kann. Okay, aber trotzdem hast du ja nicht gesagt, du kannst jetzt zu XY gehen, sondern ich möchte das gerne selber machen. Genau, also ich stoße die Leute an. Ich empfehle auch nur die Dinge. Und natürlich gehen die auch zu anderen Ärzten oder Heilpraktikern oder Physiotherapeuten, aber es ist manchmal ja auch ein psychologischer Aspekt mit dabei, dass man sich, so wie wir jetzt zusammensitzen und man sich öffnen kann, jemanden. Ich bin eigentlich gelernte Erzieherin und habe so ein bisschen auch das pädagogisch-psychologische mit dabei und verbinde das dann in Kombination mit, wie kann ich denn eigentlich dem Körper was Gutes tun? Genau, und biete dann die Vitalstoffmessung in Kombination damit an. Cool. Also so ein bisschen auch ein Seelsorger. Klar. In Kombi mit, komm, wie kriegen wir dich denn fitter? Cool. Und du hast es jetzt ja nebenberuflich gemacht und bist nebenbei noch weiter angestellt. Und das passt für dich ja auch so. Und das ist ja auch einfach ein guter Weg, um das für sich auszuprobieren. Was ist denn so dein erstes Fazit? Dass ich mir die Zeit, dass es gut so ist. Ich kann mir die Zeit sehr gut einteilen. Ich habe einen Online-Terminkalender, über den die Leute buchen können. Und somit bin ich ja flexibel in meiner Angestellten-Tätigkeit, die ich aber auch nur Teilzeit ausübe. Also 40 Stunden wäre jetzt schon ein bisschen, glaube ich, zu viel, um dann noch nebenbei was auf die Beine zu stellen, weil man macht ja alles alleine. Auch bei einer, egal, glaube ich, wie groß die Selbstständigkeit letztendlich ist. Trotzdem muss ich beim Finanzamt alles richtig machen. Ich muss alle Datenschutzregeln einhalten. Ich muss mich genauso an alle Dinge halten, wie andere Selbstständige auch. Und wenn man eine One-Man-Show ist, dann
zieht sich das natürlich. Also ich kann das jetzt nicht von heute auf morgen, wünschte ich mir natürlich, aber das funktioniert nicht, dass ich von heute auf morgen so, ja, mich alle Leute kennen und mich da buchen. Deswegen ganz entspannt nach und nach die Schritte überlegen, was kommt jetzt, was brauche ich. Ja, und Familie und Freunde unterstützen einen natürlich und deswegen ist der Weg für mich, als nebenberuflich selbstständig zu sein, erstmal ein sehr guter. Ja, mega cool. Und wie hast du deine ersten Kunden gewonnen? Die habe ich durch Freunde und Bekannte letztendlich erstmal. Und genau, an dem Punkt stehe ich auch. Und jetzt ist bei mir gerade die Arbeit, dass, wie kriege ich denn neue Kunden? Daran arbeite ich gerade. Also klar, Freunde, Familie und Co. ist gut, aber die Leute sollen auch von außen kommen. Und deswegen gilt es jetzt Werbung, Werbung, Werbung. Was ist Vitalstoffmessung? Wer braucht das? Und dann, wir kommen aus Lüneburg. Lüneburg ist klein, Gott sei Dank. Ich denke, dass man da relativ schnell ja, Erfolg haben kann, weil sich die Sachen rumsprechen. Ja. Also viel Mundpropaganda ist bei uns. Und wie machst du es, dass du quasi Fokus behalten kannst? Weil das ist ja dann quasi der Nachteil, wenn man es ja nebenberuflich macht, dass du quasi zwei Jobs hast. Ja. Das ist tagesabhängig. Es gibt Zeiten, in denen es mal mehr klappt und es gibt Zeiten, in denen es mal weniger klappt. Ich habe jetzt wieder neuen Mut eigentlich geschöpft durch meinen Mann. Also manchmal sagt er auch, komm mal wieder aus dem Arsch irgendwie, ne? Komm, wir gucken noch mal. Willst du einen neuen Insta-Post machen? Was ist denn jetzt Thema? Und dann kriegt man wieder Mut und macht weiter. Hast du recht, es gibt Höhen und Tiefen. Okay. Und was war bisher für dich der schönste Moment? Das Feedback von den Kunden natürlich. Also klar, wenn die Leute verzweifelt bei mir sitzen und ihre Sorgen und Probleme haben und man die auf eine Reise schickt und sie dann eben ankommen und sagen, du, mir geht's richtig gut und es hat mir geholfen. Das ist natürlich das Ziel des Ganzen. Und hast du schon ein Ziel vor Augen, wo du gerne in 3 bis 5 Jahren sein möchtest? Ja, ich möchte gerne größer werden natürlich schon. Ob ich jetzt weiterhin Teilzeit oder Volles machen würde, würde sich ergeben. Aber ich möchte schon raus in die Welt und den Leuten sagen, komm, man kann was ändern und du kannst was ändern und ich würde dich gern begleiten. Mega cool. Und was macht denn für dich das Unternehmertum aus? Ja, also es ist ja alles ganz neu. Ich muss, ich orientiere mich an anderen. Natürlich guckt man nur, wenn man irgendwie einen Flyer im Briefkasten hat, oh, wie haben die den denn jetzt gemacht? Man sieht die Sachen mit anderen Augen. Und ja, es ist super spannend. Also ich gucke natürlich viel YouTube und ja, sauge alles auf, was mit Marketing und Social Media und ja, wie kann man sich ja, verbessern, erweitern, zu tun hat und lerne da eigentlich relativ viel selber neu und ja, knüpfe Kontakte, rausgehen, vernetzen und ja, so Leute kennenlernen und vielleicht ist es ja auch manchmal gut, gar nicht zu wissen, was auf einen so zukommt oder was so, ja. Was so eigentlich wichtig wäre. Ja, manchmal hat man Probleme, von denen wollte man gar nicht wissen, dass es sowas gibt, aber ja, genau. Das ist ja klar. Hast du einen Moment gehabt für dich, du hast ja gerade erst angefangen, hast du einen Moment gehabt, wo du dich überfordert gefühlt hast? Ja, so ein bisschen mit den rechtlichen Sachen natürlich. Also was darf ich nicht, was muss ich und wo anmelden? Da habe ich mir tatsächlich auch einen Anwalt genommen, um einfach AGBs zu erstellen, weil gut in Gesundheitssachen oder wenn ich mit dieser Vitalstoffmessung mit dem Gerät an Menschen gehe, muss man schon aufpassen. Da kann natürlich nichts passieren. Aber man muss sich rechtlich absichern, dass man es darf. Ja, da muss man eben schauen, wie, ich glaube, das ist das Schwierigste. Was darf ich nicht? Was darf ich anbieten? Wo muss ich aufpassen? Okay, aber okay, da hast du dir ganz professionelle Hilfe einfach geholt. Macht, glaube ich, auch einfach total viel Sinn. Was würdest du anderen Menschen denn mit an die Hand geben wollen, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Fang mal an. Also klar, grundsätzlich muss jeder entscheiden, wie weit. Ich habe mich für den, für mich sichereren Weg einfach vom Organisatorischen und von dem, was ich leisten kann, erstmal gewählt. Ob man gleich in die volle Selbstständigkeit geht, klar, muss jeder selber entscheiden. Aber grundsätzlich ist die Selbstständigkeit, die finde ich, auch nochmal ein Teil in meinem Leben,
um sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, um für mich einfach nicht im Kopf so stehen zu bleiben, sondern auch nochmal neue Leute kennenzulernen. Und deswegen ist es für mich super und warum sollte es für jemand anderes nicht super sein? Cool. Ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.